Sehr geehrte Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste auf der Empore. Nur zur Erinnerung, ich rede hier über einen Antrag, der 15. Juni 2016 gestellt wurde. Und vorneweg, ja, der Ursprungszustand wurde schon lange wieder hergestellt. Die Uni hat dem Projekt keine Chance gegeben, sich zu entwickeln, und nach 16 Tagen wurde die Villa gewaltsam geräumt. Trotzdem hat der Antrag immer noch Relevanz. Zum einen, weil die Instandbesetzerinnen unter der Kriminalisierung und der Repression leiden, und zum anderen ist und bleibt die Forderung aktuell. Der erste Absatz des Antrags ist und bleibt weiterhin aktuell, und es geht hier nicht nur um die Villa Rühl, sondern allgemein um den Mangel an selbstverwalteten Räumen in unserer Stadt. Nochmal zur Sache. Am Samstag, den 3. Juli 2017, besetzte eine Gruppe von Menschen die ehemalige Villa Rühl in der Mönchebergstraße 40 bis 42. Mit der Aktion sollte der Aufbau eines sozialen Zentrums in Kassel beginnen, welches selbstorganisierte und solidarische Strukturen in der Stadt zur Verfügung stehen sollte. Gruppen, Initiativen und auch Einzelpersonen konnten sich mit ihren Ideen einbringen und diesen Ort nach ihren Bedürfnissen gestalten. So war die Idee. Und dies funktionierte auch 16 Tage lang sehr gut. Es fanden Konzerte, Vorträge, Grillabende und Plena statt, an denen sich verschiedene Menschen beteiligten und somit der Villa Rühl Leben einhauchten. In den letzten Jahren mussten wir dabei zusehen, wie die wenigen selbstorganisierten Räume in Kassel einer nach dem anderen verschwanden. Ich nenne hier das Karoschi, die Kulturfabrik Salzmann und das Haus. Es sind nur einige Beispiele. Solche Freiräume sind mehr als nur der Treffpunkt einer bestimmten Szene. Soziale Zentren haben vielmehr das Potenzial, dass sich in ihnen solidarische Formen von Gesellschaft entwickeln kann. Sie können Räume bieten für die Arbeit von Initiativen und Gruppen, die sich politisch und oder kulturell aktiv sind. Darüber hinaus sind sie unerlässlich, wenn es darum geht, sich gegenseitig ohne Barrieren auszutauschen. Laut einem HNA-Interview hat sich Herr Professor Finkelheim von der Universität Kassel am 8. Januar wurde dargestellt, dass es endlich Nutzungspläne für die Villa Rühl von Seiten der Universität gibt. Die Hochschulforschung soll dort einziehen. Noch in diesem Jahr soll die Villa sowie das Nachbargebäude umgebaut werden und danach sollen 45 Mitarbeiterinnen der Universität Kassel dort ihre neuen Büros beziehen können. Wir bedanken uns somit bei den Besetzerinnen, dass sie den Grundstein für diese Nutzung dieser Immobilie gelegt haben und freuen uns, dass so der Verfall der Villa verhindert wird und die Villa endlich genutzt werden wird. Aber grundsätzlich geht es uns hier um zwei Anliegen. Und zwar zum einen um die Nutzung leerstehender Gebäude und ganz im Speziellen um Gebäude mit historischem Wert, so wie es Salzmann ist, Henschel ist, aber auch die Villa Rühl. Das sind Bauwerke mit Denkmalschutz, welche verfallen, wenn sie nicht genutzt werden. Zum anderen geht es uns aber auch um Schaffung von unkonventioneller Räume für die Menschen in dieser Stadt, die hier leben. Diese Forderung und deren Gewicht verdeutlicht sich auch bei den Workshops auf dem Weg zu einer Kulturkonzeption der Stadt Kassel. Im Protokoll des zweiten Workshops findet sich ein Maßnahmenkatalog, der als Ziel das Erarbeiten einer städtischen Gesamtkonzeption zur nachhaltigen Erschließung und Sicherung von Kultur- und Kreativräumen genannt wird. Das finden wir wichtig und richtig. Im Falle des Henschel-Geländes zeichnet sich in letzter Zeit erfreulicherweise ab, dass möglicherweise eine langfristige Nutzung und Mietverträge in greifbare Nähe rücken, was bedeuten würde, dass die dort verordneten Vereine und engagierten Menschen wieder in der Lage wären, Fördermittel zu beantragen und Planungssicherheit für ihre Projekte haben können. Dafür haben sie auch sehr lange gekämpft, finde ich. Die Frage wäre jetzt, wäre es nicht endlich an der Zeit zu prüfen, inwiefern Leerstand in dieser Stadt zugänglich gemacht werden kann, unkommerziell, barrierefrei, solidarisch, basisdemokratisch und offen.